Hier ist übrigens eine andere Gegend, die Sumpflandschaft. Ich hoffe mal, dass er auch hinterherkommt. Ah, da ist er. So, jetzt aber, wie gesagt, fix nach Hause. Hat sich ja gelohnt, das Sterben. Ach du Arms. Du ahnst es nicht. Ja, die Musik ändert sich. So, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Fix, fix, fix. Komm schon. Na, geht, wenn wir sterben, sind wir jetzt hier näher zu Hause. Gucken, was unser Mosslifi uns bringt. Da ist unser Häuschen. Scheint ja noch ganz gut zu klappen. Springen wir mal hier durchs Wasser. Aua. Hält uns natürlich ein bisschen auf, aber egal. So. Home sweet home. Guten Tag. Alter, die sind ja schon wieder fertig. Da kommt der neue an. Der kriegt doch gleich sein Mützchen. Da ist er. Bitteschön. Wir haben vier Haustiere. So, den können wir hier ernten. Dann schauen wir mal, was er uns zu bieten hat. Glob of Goo und ein Knochen. Ja, du hast einen Knochen verliehen. Es ist interessant, was sie einem so hinterlassen. Naja. Leder. Und Piggy. Crystal Shard, Piggy Droppings. Ja, das ist schön. Du bist noch nicht so weit, ne? Das heißt, wir werden jetzt mal hier unsere abduschen. Und dann werden wir in der nächsten Zeit auf jeden Fall mal hier so einen kleinen Stall bauen, wo wir die vier mal deponieren. Zur Not kann ich ja auch den irgendwie zwei hoch machen. Ich muss mal schauen, wenn die anfangen zu wandern, ob die dann. Stay, alles klar. Das war der falsche. Der ist das, ne? Stay, so. Ob die dann abhauen oder nicht, das weiß ich noch nicht. So, wir haben jetzt Folgendes. Wir haben unseren ne, weiß ja wohl. Und da werden wir jetzt uns Samen rausmachen. Das geht nämlich folgendermaßen, indem man hier reingeht und sagt so, pass auf, ich pack dich hier rein. Und der macht das Lettuce Seeds daraus. Aus einem macht er zwei. Das heißt, wir haben jetzt zack, zack, vier Samen. Die können wir gleich schön ins Fällchen stopfen. Haben ja schon ein bisschen Dünger von unserem Piggy bekommen. Den werden wir da auch drauf klopfen. Wir brauchen noch Wasser. Und dann können wir anfangen, Farming zu betreiben. Wenn es auch erstmal nur eine Sorte ist, aber es ist egal. Ich sehe gerade, wir haben sogar schon wieder Baumsamen, Baumsämlinge. Falsche Taste. Wo sind sie? Da. Zack. Und das ist der Dünger. Und die Leafy-Leafy-Dinger. Leafy, sag ich schon. Lettuce-Dings. Da kommt ein Baum hin und da kommt ein Baum hin. So, ab zur Hütte. Toll. Also wenn man den nicht benutzt, wird das wieder zu ganz normalem Boden. Das heißt, dann schauen wir mal, wo habe ich denn meine Hacke gelassen. Da ist sie. Zack. Und wir brauchen jetzt, gute Nacht, vier Felder. Machen wir das mal so. Eins. Zwei. Drei, vier. So, da kommt jetzt das Zeug rein. Klack, klack, klack. Nebenbei können wir den jetzt düngen, beziehungsweise gleich. Hoch. Mal ein kleiner Ruckler. Wo ist der Dünger? Da ist er nicht. Da ist er.
zweimal Dünger drauf klatschen. Ich weiß nicht, ob der nur für zwei Felder reicht oder. Jus ist rechts. Ja gut, holen wir erstmal noch Wasser. Geschenke. Und dann können wir nämlich dann noch einen kleinen Graben ziehen zur Bewässerung. Man kann sich auch unendliche Wasserquellen machen, das kennt ihr ja so wie in Minecraft, indem man 4x4 macht zum Beispiel. Da unten kommt wieder einer angeflitzt. So, Le Wasser. Na komm schon. Das wollte ich noch wieder zumachen. Falsche Taste wie immer. Wo ist mein... Da ist er. Klack. So, jetzt kommt hier Wasser rein. Zack. Und da seht ihr, jetzt hat er gekeimt. Und schon würden die jetzt wachsen. Oder werden sie wachsen. Jetzt sagt er aus Seed. Not fertilized. Das machen wir nämlich jetzt. Glaube ich. Use is basic, fertilizer, S und... Geht nicht. Warum geht das nicht? Also ich drücke rechte Maus, aber irgendwie scheint... ich habe den länger drauf gehalten. Dann jetzt, siehst du, und der wächst dann sofort. Na gut. Das Zeug wächst trotzdem, es braucht halt nur ein bisschen länger. Ich habe da jetzt neben Wasser gezogen. Was sagt er hier? Not fertilized, klar, braucht er jetzt auch ein bisschen länger. Was ist mit denen hier? Sprout, not fertilized. Alles gut, da unten ist ein Paketchen und da hinten... Alter, ich verziehe die Maus immer wie blöd. Eine Nightkiste. Ah, sehr schön. Und da hinten haben wir einen. Nein. Da war mir zu viel unterwegs. Komm her. Eine Hütte ist auch schon wieder einer von diesen Schweinen. Ich glaube, hier werden die Nacht nochmal ein paar Mal sterben. So, da kommt da schon die blöde Sau. Geht doch. Einfach draufhalten. Ich drücke nicht mehrfach, sondern halt einfach die Maus gedrückt. Das reicht. Also den Baum, den werden wir uns noch ganz weghauen. Voll die Mützengang hier. So, jetzt haben wir Sachen. Was haben wir denn hier alles für schöne Sachen? Genau, Kisten wollten wir noch bauen, ne? Damit wir den ganzen Krempel irgendwo auch mal lagern können. Das packe ich erstmal da rein. Braune Pilze können wir da reinpacken. Das ist unsere Portion. Den Glob, den hauen wir da rein. Das war falsch. Die haben wir, glaube ich, hier drin, ne? Genau. Wie gesagt, ist alles noch ein bisschen... sollte man vielleicht alles, was wir von den Viechern ziehen... da reinwerfen, um dann, okay, das wäre der Gu auch, ne? Also Gingerbread Zeugs, kann ich denn eine Kiste machen? Da brauche ich Farbe für, da auch. Da brauche ich Arkstones für. Dann machen wir mal Folgendes. Da habe ich zwei von. Was kann ich denn sonst mit den Arkzeugs noch machen? Wo ist denn das? Nein, das wollte ich nicht. Bin ich jetzt blind? Da, so, pass auf. Arktech. Was? Table. Priceless Artifact, Elegant Functional. Priceless Artifact, Elegant, Yet. Elegant, Yet Functional Table. No, do we leave it aside? Okay. Keine Ahnung, ob das nachher was, machen kann. Werden wir gleich mal ausprobieren. Zwei haben wir ja schon von diesen Arc-Dingern. Wir wollten aber immer noch Lightning machen und ich habe immer noch keinen Sand.
Alter, das kann doch nicht wahr sein. Habe ich schon gesagt, das wird sterben? Ach nee. Er wird sterben. Gut, das war's. Ja. Ab in eine Kiste mit dem Zeug. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Wieder falsch. Wir sollten mal Kisten aufstellen und Schilder davor setzen. Damit wir wissen, wo unser Krempel überall ist. So, die können da rein. Was haben wir noch? Leaves. Die sind da auch nicht drin. Ah, Weins sind das nicht. Leaves, okay. Melasse. Können wir da auch reinpacken? Haben wir 25 von. Genau, pass auf. Machen wir jetzt mal Folgendes. Wir bauen uns eine Kiste. Machen wir hier nur so eine ganz stinknormale Holzkiste. Bienenwachs und Dings brauchen wir dafür. Woodslabs. Den haben wir da nicht drin. Ich habe keinen Bienenwachs mehr. Ich habe doch Bienenwachs gesammelt. Nehmen wir den. Ja. So, dann brauchen wir ein paar Woodslabs. Machen wir mal voll das Ding. Kalter Kaffee. Reicht das schon? Vier brauchen wir. Jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht es. So, pass auf, komm her. Na, einmal. Schilder schauen wir mal. So, ah, in der Zwischenzeit wird es auch wieder hell. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Angriff. Nö, sind alle weg. So, dann stellen wir mal die Holzkiste einfach mal hier vorm schön draußen hin. Und das wird dann unsere, na komm schon, was brauchen wir? Die Rods und die Dinger. Ich glaube, wir werden den auch mal hier nach draußen stellen. Ja, das ist toll. Letztendlich wird die Hütte ja sowieso bald abgerissen. Den stellen wir mal hier daneben. Die Werkbank. Zack. Naja, von mir aus. So, dann wollen wir mal uns hier ein Dings bauen. Ein Schild. Da brauchte ich was für. Habe ich jetzt wieder vergessen. Wood Rot und die Twines. Twines waren, glaube ich, aus wo ist es? Ich habe doch Stroh gemacht, oder nicht? Nö. Nö. Ich habe kein Stroh gemacht. Oder habe ich jetzt schon wieder verbummelt irgendwo? Ja. Dann werden wir uns jetzt mal eben Stroh machen. Nehmen wir die hier. Zack. Und daraus können wir nämlich Twine machen. Stroh. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wofür ich das Stroh gemacht habe. Egal. Nö, Stroh kann ich gar nicht weiterverarbeiten. Deswegen. Hahaha. Was ist denn das hier überhaupt? Das hatte ich vorhin aufgesammelt. L-Rockstar crafted. Consume. Aha. Möchte ich jetzt gerade nicht. So, jetzt können wir die einsammeln und jetzt können wir uns Schilder machen. Und schaue ich mal, wie kann ich die denn hier platzieren? Interact Place. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Interact with me. Ja. Wie? Ah.
2, 4. Das sind nur weniger 35, bin ich doof. Machen wir so. Maximal 35 Charaktere. So, jetzt können wir hier nämlich den ganzen Scheiß reinschmeißen. Gingerbread Wall. Alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ich weiß nicht, ob die nach Weihnachten noch da sind. Das sieht mir jetzt ziemlich leer aus. Dann holen wir den ganzen Rest mal eben aus dem Lager.